denke, das ist wirklich eine gute Sache, den Kindern Stärke zu geben, dass sie sich in ihren Potenzialen weiterentwickeln. Ich bin da total begeistert und habe bei meinen eigenen Töchtern schon gesehen, es wirkt mit ein paar wenigen Tools, die ich hier erlernen durfte. Hallo, mein Name ist Anke Wartenberg und ich bin auf CPE gekommen, durchs Internet eigentlich. Ich bin auf der Suche gewesen nach einer neuen beruflichen Orientierung. Da habe ich nachgeforscht und da fiel mir das ins Auge und fand das, was ich im Internet gelesen habe, direkt eine gute Sache und habe mich einfach angemeldet, weil ich mich für beruflich verändern wollte. Eigentlich ist alles total stimmig, habe ich jetzt noch nicht gelernt, aber die Handfläche-Druckpunkte haben mich sehr überzeugt, die fand ich toll. Aber ansonsten, das passt alles prima und ich glaube, es ist einfach das Zusammenspiel von allen Methoden, was man im Prinzip in der Kombination miteinander verknüpfen kann. Also ich freue mich, jedes Mal hier hinzukommen. Vor dem ersten Block habe ich gedacht, oh Gott, 7 Tage hintereinander von 9 bis 17 Uhr, das wird bestimmt anstrengend, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Es ist keine Minute, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt einen toten Punkt. Der Daniel bringt die Begeisterung so rüber, dass man wirklich immer mitgeht und immer dabei ist und niemals irgendwie, also bei mir war es so, ich bin niemals irgendwie abgeschweift, die Gedanken, das war immer wirklich voll im Thema. Die Menschen sind nett, es ist eine fröhliche, entspannte Atmosphäre, also richtig toll. Ja, ich möchte mich gerne mit der IPE-Ausbildung selbstständig machen. Ich plane also auch noch die Ausbildung für den Potenzialtrainer. Da werde ich mich in Kürze für anmelden und dann hoffe ich, möchte ich mich damit selbstständig machen und hoffe, dass ich damit erfolgreich arbeiten kann.